Muss mal testen. Okay, der geht schon mal auf jeden Fall höher. Ich glaube, die ist fast perfekt sogar. Nochmal testen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen was da unten angepasst. Warum springt der am Ende nochmal hier auf 3,05? Aber gut, ich glaube, das ist fast gar nichts. Wir können uns mal die Heatmap anschauen. Das Einzige, was ich noch mal überlegen könnte, jetzt mal testhalber zu machen. Könnte aber jetzt gleich richtig was rausnehmen, ne, an Dings. Wenn das das tut, dann machen wir es wieder rückgängig. Weil ich gehe davon aus, das wird jetzt den Test sehr, sehr, sehr im Spaß und in Nervenkitzel runterdrücken, je nachdem. Ja, okay, nein. Wir lassen das mit der Übelkeit. Die einzige Sache, die mich echt ein bisschen stört, ist, ich finde die Kurve hier noch nicht so geil. Ich glaube, ich nehme die noch mal ein bisschen weniger so eng. Ich glaube, das könnte auch das Problem sein. Könnte nochmal das Ergebnis verbessern. Müssen wir jetzt checken. Ich
check's nicht. Okay, egal. Das sieht jetzt auf jeden Fall schön aus. Ich bin auch sehr zufrieden eigentlich mit der Rutsche. Was man noch versuchen könnte, ist... Ich habe mal ein bisschen Glätte rausgenommen, dann rutscht der nicht ganz so schnell. Vielleicht kann man die leicht erhöhen und dann so ein bisschen an den Reglern spielen, bis man... Okay. Ich weiß nicht, ob der Drop ins Wasser zu hoch ist. Problem ist, je niedriger ich gehe, dann kann er meistens die Schiene nicht bauen, ne? Dann muss man halt schauen. Ich kann natürlich nochmal versuchen, einen Ticken runter zu gehen. Ah, siehst du, da sagt er schon, der kann die Schiene nicht platzieren. Wenn ich jetzt nochmal runtergehe? Siehst du, der kommt mit der Schiene. Das geht nicht. Nee. Wir lassen das so, wie es ist. Passt. Komm. Da jetzt rum zu experimentieren, macht auch gar keinen Sinn mehr. Ich bin so, wie es ist, zufrieden. Ey, ich finde, wir haben jetzt schon zwei richtig geile Wasserrutschen hier, Leute. Was wäre euer Vorschlag, Leute? Farben. Also die Stelzen machen wir auf jeden Fall wieder weiß. Könnten mal hier das versuchen, ne? So eine blau-grüne? Jetzt müssen wir halt nur noch gucken. Das ist eine Sache, die auch noch wichtig ist. Und zwar, wir müssen einen Eingang hier platzieren, Leute. Und irgendwie... Ah, guck mal.
Die kann man gar nicht, Dings machen. Keine Kurven, ne? Okay, die können alle keine Kurven machen. Dann kommt jetzt die letzte Herausforderung, Leute. Wir müssen noch eine... Rutsche bauen, die reinschallert. Läuft das Spiel bisher sehr flüssig, ja, aber das Ding ist halt, ich habe noch gar keine Gäste in meinem, Park. Deswegen kann ich dir da echt kaum Feedback geben, Digi. Ich bin am Überlegen, ob ich sage, ich bleibe bei den zwei Rutschen und baue jetzt hier nicht auf Krampf noch eine hin. Aber das würde natürlich schon ziemlich geil aussehen, ne? Ich meine, für eine dritte wäre hier noch Platz, ne? Ich habe es jetzt vorhin überhaupt gar nicht mitbekommen. Hatte jemand was geschrieben, wie sich Wasserrutschen auswirken, wenn die gut sind? Also ziehen die viele Parkbesucher an? Nee, Eifel habe ich noch nicht erforscht. Sprungbretter ist eigentlich eine gute Idee, Dead Buff. Okay.
So. Konnte ich nicht irgendwo sehen, was der alles abdeckt? Okay, der deckt das alles ab, genau. Ja, der deckt den Bereich ab. Okay. Ey, ihr habt gar keine Vorstellung, Chat, wie viel Arbeit das jetzt noch wird, das gleich alles auszubauen, ne? Ich habe hier so große Pläne, wie ich dieses Becken bauen will. Weil das muss ja auch richtig krass aussehen gleich. Oh, Digga, was ist das denn? Okay, so soll das sein. Das ist schon mal geil. Okay. Dann fangen wir jetzt erstmal mit der ersten Sache an, und zwar hier. Kommen noch jetzt wunderschöne Felsen dran. Hm. Das ist der einzige, der passen könnte. Ne, den Boden mit dem Strömungskanal will ich so lassen. Den habe ich mit Absicht so gemacht, damit man das direkt erkennt auch. Thank you.
So. Ich versuche den nochmal ein bisschen zu drehen. Ja, genau. So. So setzt das gut drauf, ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal hin. Spezialeffekte. Wasser. Sie konnten das Schwimmbecken nicht erreichen. Wieso? Der Park ist ja zu. Ach so. Damit man die Wasserspritzer da oben, das ist halt ein bisschen doof gemacht immer noch, finde ich. Damit man die nicht so krass sieht, würde ich sagen, gehen wir nochmal hin und machen da gleich Felsen oben drauf. Aber genau, ist noch das Teil muss noch verbaut werden. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Der Wasserfall.
So. Jetzt haben wir hier noch so einen Wasserfall. Oh, die Tests, die kann ich übrigens jetzt mal beenden, ne? Meine Rutschen sind ja gut am Stissel hier. Ich weiß gar nicht, kann man hier, könnte ich hier ein Wellenbad machen? Dann könnte ich das ja noch hier ein bisschen mit reinnehmen, ne? Ja. Ich würde gerne eine Sache versuchen. Ich glaube, das gibt dem ganzen Schwimmbecken nachher nochmal ein bisschen ein anderes Flair, wenn ich jetzt hier noch so kleine Kästen dazwischen baue, oder? Muss mal gucken, nicht, dass er gegen den Kasten knallt. Okay, ich mach den Kasten lieber mal weg. Sogar genau hier einen Wellendings machen, ne? Ach krass, der erzeugt hier so in einem Umkreis die Wellen, ne? Okay, das ist glaube ich geil. Aber es gibt nicht so diese, kennt ihr diese typischen Wasserdüsen, die im Schwimmbad immer am Beckenrand stehen? Diese Metallrohre. Und dann kommt da so ein dicker Wasserstrahl raus. Sowas gibt's hier gar nicht, ne? Ich glaube, da muss der G-Time wieder ein bisschen kreativ werden und selbst Hand anlegen, Freunde. Sauerstofftank. Wasserrutschenstrebe. Okay, da kann ich von Hand die Dinger bauen, ne?
Habe ich nicht irgendwo mal so... Ich hatte doch mal hier so Röhren gesehen, ne? Ich mach mal Rohr. Hier. Okay, die sind aber sehr riesig, ne? Ich hatte gehofft, dass man die sehr klein skalieren kann, aber das ist leider alles etwas zu riesig. Da müssen wir mal gucken. Schildpfosten. Okay. Das hebe ich mir mal auf. Bordstein, oha, okay. Breiter Zylinder. Dachleiste. Die Sachen sind aber echt riesig hier, ne? Elektrischer Schalter. Großer Delfinballon. Halterung, okay. Oh, das ist natürlich auch schick. Schick. Ey, damit können wir sogar hier richtig geil dann die Sonnenliegen und so bauen, ne? Aber ich finde hier keine Metallstange oder so. Gibt es sowas nicht? Wir müssen doch hier so ein paar Sachen reingebracht haben. Ah, okay, hier kommen jetzt ein paar Teile, aber die sind alle so riesig, ne? Ist halt nichts bei von dem. Taurus-Automat, okay. Wandleuchte. Die bringt mir sehr wenig. Das sind alles Lampen hier. Jetzt kommen hier Bänke. Pfeile.
Reling. Wanddeko. Okay, das ist ein schickes Teil. Das heben wir uns mal auf. Das auch. Bogengang. Ah. Okay. Auch wenn das Licht ist. Mal aufheben. Hast du auch ein Licht? Können wir auch mal aufheben. Mal die Leiste eben kurz, während ich hier suche, ein bisschen größer, dann kann ich mich besser orientieren. Standardlampe. Heben wir auch mal eben auf. Strandball. Wurzeln? Okay, die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, ne? Okay, das kann ich nicht skalieren. Hier kommen jetzt irgendwelche Aufkleber und Schilder. Kann ich auch nicht skalieren. Hm.
Ich bin ja gerade einmal alles in Ruhe am Durchschauen, Leute. Vielleicht finde ich hier... noch weitere interessante Teile, aber das sieht nicht danach aus. Okay. Was wirklich gut funktionieren könnte, wäre Folgendes. So. Okay, da kommt Feuer raus, das kann ich gar nicht benutzen. Moin, Sanoi. Alles gut? Letzter Urlaubstag, eieiei. So. Bauplan. Neue Kreation. Ich nenn's Wasserspeier. Wasserspeier für den Pool. Da müssen die mehr bringen für die, für den Pool. Noch mehr Dekoration. Da gibt's noch viele Dinge, die machen könnten. Alleine bei den verschiedenen Wasserspeiern. Dünne Strahlen, breite Strahlen. Da gibt es so viel, was man machen kann. So.
alle 60 Sekunden und er soll das dann für 30 Sekunden abspielen. Ist doch geil, oder nicht, Chat? So, mit so Wasserspeiern. Wisst ihr, was ich meine damit? Warum haben die sowas nicht ins Game reingebracht? Da hätten die ja von Anfang an drauf kommen müssen, oder? Dass sowas hier rein muss. Mein Call, einfach mal hier den ein oder anderen Wasserspeier ins Game bringen. Speichern mal eben zur Sicherheit. So. Und dann müssen wir jetzt hier gleich mal die Dekoration machen noch, ne? Dafür gibt's mehr als genug Thaddeus. Kreativ sein kann man mehr als genug in dem Game. Okay, wir fangen erstmal an mit ein paar schönen Palmen. Da stehen nur drei Palmen, was das schon wieder ausmacht, ne? So, wo haben wir hier, mein Freund, die große Palme, die schöne gebogene? Oh, yes. Dich habe ich gesucht. Genau so habt ihr es euch auch vorgestellt, Chat. Als ihr gestern meintet, ich soll das so bauen. Ja, ich mache jetzt erstmal auch nur die Palmen, damit die erstmal gut platziert sind. Ja, ja, da kommen auch noch Blumen und so rein. Aber erstmal machen wir jetzt die Palmen.
Erstmal nur die Palmen, ne? Damit das alles gut platziert ist hier. Die haben halt noch keine so Glasscheiben, ne? Wie die das in Dings hatten. Natürlich sehr, sehr, sehr schade. Oh. Okay. Ich glaube, ich mache es ja wirklich so, dass das auf dem inneren Bereich liegt. Also quasi so. Mhm. Also, zack. Lexlis, moin. Alles gut bei dir?
Und zack, das einmal drehen. Fertig ist die Kiste. So. Dann brauchen wir hier wieder Palmen. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall, weil die ist halt echt ganz geil dafür geeignet. Erstmal die hier einmal. Die ist auch ganz gut, weil die so eine kleine Biegung hat. Ich würde sie nur einen Ticken kleiner machen. So. So. Und dann brauchen wir einmal die hier. Boah, das macht schon einiges her, ne? Oder? Holy moly, ey. Das sieht schon nach was aus. So, dann machen wir hier nochmal den und dann so. Boah, da müssen wir mal gucken, ey. Es könnte sein, dass ich das so nicht machen kann, weil... Geil, oder?
Ah, da müssen wir jetzt noch ein paar grünliche Pflanzen für finden, die wir hier gut reinknallen können. Ich gehe aber mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Ich bin sofort wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. Jetzt ist die Frage. Okay, ja, das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir auch. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, was haben wir denn hier noch? Pflanzenauswahl ist immer noch, finde ich, sehr gering in dem Spiel, ey. Ich hoffe, dass sie da richtig Abhilfe schaffen. Und auch mal viel mehr nachliefern. Ich glaube, so ist das in Ordnung. Kreosotbusch. Oh, der sieht aber nicht schlecht aus. Ich glaube, den haue ich mir hier einmal so dazwischen. Dann ein bisschen was für die Farbe. Wo haben wir denn die Palmen hier wieder? Da. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir nochmal die hier. Die kann man nämlich einfärben. So, damit wir ein bisschen Farbe reinkriegen hier. Würde ich nochmal so einen Ticken hier drüber setzen. Und dann kann ich nämlich jetzt hier noch eine kleine Pflanze hinsetzen. Ja, dann machen wir noch so einen kleinen von dir hier hin, ne?
So, ich glaube, dann ist das hier auch in Ordnung. Junge, das wird ein richtiges Tropenparadies hier. Sieht bisher richtig geil aus. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes, das hier richtig schön zu machen. Widerstandsfähiges Eiskraut. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut.